sehen mich nicht, aber sie hören mich. Ja. Dann geht's jetzt weiter mit der Vorlesung. Also, hallo zusammen. Wir waren beim vereinfachten Atommodell stehen geblieben. Und um zu verstehen, was denn in so einem Kernkraftwerk passiert, muss man einfach das Atommodell kennen. Wir haben das ja beim Kohlekraftwerk auch so gemacht. Wir haben uns auch angeguckt, wie reagiert denn ein Kohlepartikel? Wie sieht das aus? Was passiert da, wenn der Sauerstoff an den Kohlenstoff herantritt? Und eigentlich ist es ganz ähnlich auch bei so einem Kernkraftwerk, nur dass ein bisschen ein anderer Effekt auftritt. Ja, wir schauen mal auf die Atome. Wir sehen hier ein vereinfachtes Modell eines Wasserstoffatoms. Wasserstoffatom hat nur ein, ist einwertig, hat ein Proton und ein Elektron, was um das Wasserstoffatom kreist. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Heliumatom, H2. Da haben wir zwei Protonen, zwei Neutronen und auch zwei Elektronen, die entsprechend hier um das Atom drumherum kreisen. Schauen wir uns den Kohlenstoff an. Ja, beim Kohlenstoff haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elektronen und entsprechend natürlich auch 6 Protonen und 6 Neutronen, die sich im Kern befinden und die Elektronen kreisen um den Kern, wie der Mond um die Erde sozusagen. Genau. Ja, schauen wir uns mal die Größenverhältnisse an. Hier, der Innere des Atoms, der Innere eines Atoms, hier, es ist ein ganz kleiner Kern. Ja, der ist vielleicht 5 mal 10 hoch minus 15 Meter Durchmesser. Ja. Das ganze Atom, also die ganze Elektronenbahn, die liegt ungefähr bei 10 hoch minus 10 Metern. Also man sieht, dass Atom besteht fast zum größten Teil eigentlich aus nichts, ja, aus einem Raum, der von Elektronen umkreist wird. Und ein Proton ist nochmal kleiner, also sind wir ungefähr bei 10 hoch minus 15 Meter. In dem Proton und dem Neutron, wenn man da ganz genau hinschaut, sieht man nochmal kleinere Teilchen, sogenannte Quarks und Gluonen. Schaut man sich die Größenverhältnisse an, wir haben hier gesagt 10 hoch 10, 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 15. Wenn man einen Kern hier hätte, der Kern wäre von der Größe eines Stecknadelkopfes, dann wäre praktisch die Höhle so groß wie die Höhe eines Fernsehturms. Also wenn der Kern ist ungefähr 100.000 Mal kleiner als die Hülle. Man sieht also, das Atom besteht zum großen Teil eigentlich aus nichts, ja, aus umkreistem Raum sozusagen. Und hier nochmal ein Vergleich, ja, wenn man hier so ein, ich glaube, das ist Kohlenstoff, könnte das sein, wenn man den Kern von der Größe eines Kirschkerns hätte, also ungefähr 1 Zentimeter, dann wäre die umgebende Hülle ungefähr bei 100 Meter. Ja, also man sieht sehr, 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 sehr hohe, sehr, sehr große Gebiete, wo eigentlich überhaupt nichts stattfindet. Aber die Elektronen, die bewegen sich sehr schnell, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Und deshalb kann, wenn hier eine Spaltung des Atoms stattfindet, diese Energie auch frei werden. Schauen wir uns mal an, warum man ausgerechnet Uran verwendet. Man könnte ja jetzt sagen, im Prinzip hat ja jedes Atom eine hohe Energie. Also die Formel E ist gleich mc Quadrat kann ich ja eigentlich auf jedes Atom anwenden. Also ich könnte ja auch sagen, ich nehme eigentlich Helium, um ein Atomkraftwerk zu bauen oder Kohlenstoff. Aber die Atome, zum Beispiel Helium und Kohlenstoff, die haben eine relativ kleine Atommasse. Also sie sind hier, also Helium
eigentlich 4 und Kohlenstoff 12. Das heißt, die sind so ein kleines Teilchen, geht natürlich im Prinzip auch nicht so schnell kaputt. Ganz anders bei einem sehr großen Atom. Schauen wir uns mal das Uran an. So ein Urankern ist relativ groß und besteht wirklich aus sehr, sehr vielen Protonen. Das heißt aber, so ein Kern, der so groß ist, kann auch relativ schnell kaputt gehen. Ja, also wenn das so ein Atomkern aus 235 Teilchen besteht, dann kann auch schnell mal ein Teilchen rausbrechen. Man benötigt nicht viel Energie daraus, um etwas rauszulösen. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Deswegen sind diese ganzen Atome, die im hohen Bereich des Periodensystems liegen, auch sehr anfällig für diese Zerstörung. Hier sieht man mal ein Beispiel eines solchen gespaltenen Kernes. Ja, wir haben hier zum Beispiel Uran. Uran 235 und jetzt trifft hier so ein Neutron, trifft direkt auf unseren Kern. Was passiert? Der Kern kriegt diese Energie von dem Neutron zu spüren und spaltet sich auf. Einmal in Baryon und einmal in Krypton. Also in zwei verschiedene Stoffe. Man kann also sagen, durch die Spaltung des Urans entstehen neue Stoffe, die dann auch wieder meistens auch nochmal strahlend sind oder radioaktiv sind. Also es ist schon mal ein komischer Effekt. Man hat ja früher gesagt, ja, man hat sich ja immer als die Mittelalter, die Alchemisten haben sich ja immer gewünscht, sie könnten aus Blei Gold herstellen, haben es nicht geschafft, aber sowas Ähnliches passiert hier eigentlich bei der Kernspaltung. Dass wir eigentlich aus dem großen Kern kleinere Kerne rausschlagen und so eigentlich neue Elemente erzeugen. Zusätzlich passiert noch Folgendes, es wird natürlich wärmefrei. Das nutzen wir beim Atomkraftwerk und es werden auch neue Neutronen freigesetzt. Dadurch, dass neue Neutronen freigesetzt werden, kann es zu einer sogenannten Kettenreaktion kommen. Das heißt, wenn ich einmal ein Neutron auf dieses Uran 235 drauf schieße und sich das Uran spaltet und dann drei neue Neutronen entstehen, dann können diese wiederum andere Atomkerne spalten. Und das geht immer so weiter in einer Kettenreaktion, bis irgendwie alle aufgespalten sind. Also hier sieht man einmal, das Uran 235 wird gespalten. Sieht auch hier, ja, es gibt auch Uran 236. 236 sieht ein bisschen anders aus. Das hat im Prinzip hier schon so eine leicht abgespaltene Zone, also weil einfach ein Neutron mehr dazugekommen ist. Es ist wesentlich instabiler. Und wird dann über den Weg des Uran 236 zu Krypton und Barium. Und dabei werden drei neue Neutronen frei, die wiederum eine Kettenreaktion verstärken können. Ja. Das ist im Prinzip die Erklärung, wo die Wärme herkommt. Und das ist auch die Erklärung, warum Radioaktivität teilweise auch so gefährlich ist, weil einfach diese Kettenreaktion, wenn die einmal in Gang gekommen ist, dann wird die stärker und stärker und stärker. Also so ein Material wird, wenn es einmal angestoßen wurde, wird es immer mehr strahlen. Und das kann man auch messen und angeben, und zwar in der Einheit Becquerel. Das habt ihr ja vielleicht schon gehört. Becquerel, was ist ein Becquerel? Becquerel ist ein Maß für die Aktivität eines Brennstoffs oder von radioaktivem Material. Und im Prinzip ist das die Anzahl der Kernumwandlungen pro Zeit.
Also wenn wir nur einen Kern hier anstoßen, da haben wir nur eine Kernumwandlung vielleicht in 4 Sekunden. Das ist nicht sehr viel, aber wenn man, wie man hier sieht, 4 verschiedene Kerne anstoßen, also 4-mal Uran-236 erzeugen und hier das Krypton rauslösen, dann hätten wir praktisch, wenn wir in 4 Kernumwandlungen in 4 Sekunden schaffen, dann hätten wir ein Becquerel. Wenn wir 10 Kernumwandlungen in einer Sekunde schaffen, hätten wir 10 Becquerel. Also Becquerel ist das Maß für die Einheit der Umwandlung. Ja, dann müssen wir auch noch mal uns was anschauen. Und zwar haben wir ja davon gesprochen, dass dass natürlich die Energie auch irgendwie frei werden muss. Wir haben ja davon gesprochen, wir haben hier zum einen werden neue Elemente erzeugt, aber es wird auch Strahlung frei, also Energie freigesetzt bei diesem Vorgang. Und jetzt schauen wir uns mal an. Hier haben wir praktisch diese Energie. Und schauen uns mal an, wie so eine Energie denn gemessen wird, was es da für Einheiten gibt. Wir nehmen hier zum einen die Frequenz und die Wellenlänge dieser Strahlung. Und je nachdem, wie hoch Frequenz und Wellenlänge der Strahlung ist, beziehungsweise wie klein die Wellenlänge oder wie groß die Frequenz der Strahlung ist, desto mehr Energie haben wir in der Strahlung drin. Also es gibt zum einen hier die sogenannte Höhenstrahlung oder Gammastrahlung oder Röntgenstrahlung. Das ist sehr, sehr energiereich, wie wir hier sehen. Die haben sehr hohe Frequenz. Also je höher die Frequenz, die Schwingung dieser Strahlung, desto energiereicher. Ja, Infrarot oder sichtbares Licht ist Strahlung, Radar oder auch Radiowellen sind immer niederfrequenter hier. Genau. Schauen wir uns nochmal an. Wir haben ja gesehen, dass wir hier beim Kernkraftwerk, nochmal ganz am Anfang, durchaus auch Produkte erzeugen. Also wir haben jetzt gelernt, warum wir aus Uran-235 auch Uran-236 erzeugen. Ja, und auch die Spaltprodukte. Und das schauen wir uns hier nochmal an. Also wir haben sogenanntes Natururan. Das ist Uran-238 oder Uran-235. Um jetzt das Uran-235 einsetzen zu können im Reaktor, muss man es erst anreichern. Das geht in sogenannten Zentrifugen, wird es angereichert auf ungefähr 3%. Und wenn man nach dem Anreichern es im Reaktor nutzt, dann haben wir hier sogenannte Produkte, also immer noch Uran-235, aber wesentlich weniger. Wir haben auch eine gewisse Menge an Uran-236, sind einfach so Zwischenprodukte und auch Spaltprodukte, Plutonium oder durchaus auch Uran-238. Also, das ist auch nochmal dargestellt. Schauen wir mal auf die Kernbindung und die Isotope. Wir haben sogenannte Naturbausteine, Kernbausteine, die Nukleonen und Protonen. Und die sind praktisch durch diese Kraft an die Kerne gebunden. Man unterscheidet eigentlich 4 wesentliche Kräfte in der Natur. Zum einen die Gravitation und die Schwerkraft, das sind elektromagnetische und schwache Kräfte und auch starke Kräfte. Ja.
Also, wir haben, ich fasse nochmal zusammen. Unsere Kerne werden definiert durch die Zahl der Protonen. Also zum Beispiel Uran 235 hat 235 Protonen. Und auch die Gesamtzahl der Nukleonen. Also man, so sieht das dann, so steht das dann im, praktisch im Periodensystem auch drin. Es wäre jetzt Uran 238, oben steht die Anzahl der Nukleonen und unten, hier in dem Fall 92, das wäre die Anzahl der Protonen. Also auch hier nochmal Zusammenfassung. Jeder Kern von einem Element, also jeder schwere Kern, bei den leichten ist es nicht so einfach, aber jeder schwere Kern kann unter Energiegewinnung gespalten werden, und zwar durch den Beschuss von Neutronen. Uran spaltet übrigens mit kleiner Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million auch ohne Beschuss sich ab. Aber das sind nur sehr geringe Mengen, die dann sich abspalten. Man braucht schon immer den Beschuss durch Neutronen. Ja? Oder eine vorher stattfindende Kettenreaktion. Hier die Kettenreaktion. Also hier schauen wir nochmal auf das Stichwort ist schon gefallen. Kettenreaktion. Also wenn im Mittel mindestens eines der bei der Spaltung produzierten Neutronen eine weitere Spaltung induziert. Also es kommt praktisch, wenn ich, hier sieht man nochmal die Neutronen, wenn jetzt eines dieser Neutronen nochmal auf einen weiteren, also mindestens eines auf einen weiteren Kern trifft und diesen spaltet, dann kann man von einer Kettenreaktion ausgehen. Auch hier nochmal verschiedene Spaltmaterialien. Das Uran 235, also das ist zu 0,7% in Natururan enthalten. Also auch nochmal zum Uran. Wir haben ja gelernt, also dass es im Moment zur Diskussion steht, ob die Kernenergie zu einer erneuerbaren Energie wird. Aber das ist keineswegs komplett richtig, weil eigentlich muss man sagen, ist ein Atomkraftwerk auch davon abhängig von dem fossilen oder von dem Grundstoff, der aus der Natur abgebaut wird, nämlich Uran muss auch in Bergwerken abgebaut werden. Genau. Dann gibt es noch ein Spaltmaterial Plutonium. Das entsteht auch durch Uran 238. Auch es gibt auch die Möglichkeit, Uran 233 thermischen Brütern herzustellen oder auch Plutonium 241, sogenannten schnellen Brütern. Wie die aussehen, thermische Brüter, schnelle Brüter, schauen wir uns gleich mal noch an. Genau. Also hier auch nochmal, ich denke, ich habe das auch schon erklärt. Neutronen erzeugen die Spaltung. Genau, okay, ich schreibe mal schneller drüber. Jetzt schauen wir uns mal das Prinzip eines sogenannten Kernreaktors an. Ihr kennt schon den Brennstoff. Der Brennstoff ist zum Beispiel Uran. 3% angereichertes Uran, 235. Im Vergleich zu einer Bombe, Atombombe, da sind wir bei knapp 80%. Also man könnte zum Beispiel auch aus den ganzen Atomwaffen wieder abgereichertes Uran herstellen und sie dann in Atomkraftwerken nutzen, aber teilweise sogar, glaube ich, schon gemacht. Dann brauchen wir in einem sogenannten Druckwasserreaktor noch einen Moderator. Dieser Moderator muss sich zwischen dem Brennstoff befinden, und zwar ist das Wasser unter sehr hohem Druck. Warum hoher Druck? Damit die Atome, die Wassermoleküle nah beieinander liegen. Und zur Abbremsung nehmen wir dieses Wasser, also wenn die Neutronen in dieses Wasser eintreten, dann können wir sie durch das Wasser abkühlen und wir verringern die kinetische Energie und wir verhindern eigentlich durch den Moderator, dass der Brennstoff weiter angestoßen wird.
Dann braucht man noch einen sogenannten Absorber. Ein Absorber, das sind sogenannte Steuerstäbe. Diese Steuerstäbe kann man jetzt nutzen, wenn man das Kraftwerk hinunterfahren will. Also die Steuerstäbe reduzieren die Anzahl der Elektronen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Bevor wir uns den Kernreaktor noch genauer angucken, wollen wir auch nochmal einen kleinen Blick auf die Herstellung werfen. Und zwar muss das Uran durch ein sogenanntes Gasdiffusionsverfahren hergestellt werden. Dabei wird hier dieses Uran-Fluor-Verbindung wird unter sehr hohem Druck in so einen Absorber hineingedrückt, beziehungsweise da befindet sich eine Membran und kann dann hier praktisch geteilt werden in einen angereicherten Gasstrom und einen abgereicherten Gasstrom. So sieht das aus. Also ich habe mir das selbst auch schon mal angeguckt. Das ist ein Foto von der Firma Areva, die ist bei Essen im Ruhrgebiet. Da war ich auch damals selbst schon gewesen. Das ist eine riesengroße Firma. Also ist auch die ganze Firma ist eigentlich auch unter so einem großen Betongehäuse. Also sieht so ein bisschen aus wie ein Bunker. Und da stehen diese Gas-Uran-Zentrifugen drin. Hier sieht man die. Das ist so eine ganze Reihe. Also die sind auch sehr hoch. Die sind vielleicht so 2-3 Meter Höhe. Und in diesen Behältern sind die Zentrifugen drin, die diesen Anreicherungsprozess hier durchführen. Ja. So sieht das aus. Ich habe hier einen Durchmesser auf dem Bild, um das mal. Ja, ein Durchmesser. Also ich war ja da drin. Es ist schon eine Weile her. Also es ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her, dass ich dort war. Ja, ich habe da mal eine Führung gemacht. Ich habe mal so einen Kraftwerkskurs gemacht. Da ging es auch um Kohlekraftwerke und so. Das konnte man machen. Kraftwerksschulung. Und ich würde sagen, die Höhe ist vielleicht so 3 Meter. Ja, 3 Meter. Und oben das ist vielleicht so, 20 Zentimeter. Okay. Muss man sich das vorstellen. Also es ist ein sehr großer Saal, da steht die alle drin. Und es ist auch so, diese Gaszentrifugen, die sind natürlich, die werden stark geschützt. Die kann man nicht einfach so kaufen, weil man will natürlich nicht, dass jedes Land sich solche Zentrifugen baut. Ja, das ist schwer reglementiert. Also da gibt es ganz starke Ausfuhrbeschränkungen auf diese Zentrifugen. Und für diese Zentrifugen braucht man in der Regel sogenannte Aluminiumröhren. Also diese Zentrifugen bestehen aus solchen Metallröhren. Und auch diese Aluminiumröhren, da gibt es auch starke Ausfuhrbeschränkungen. Ich habe das mal erlebt bei uns in Stuttgart am Institut. Da gab es mal Austauschkollegen aus Nordkorea. Die haben so einen Auslandsaufenthalt bei uns gemacht. Und dann hat man höllisch aufgepasst, dass die nicht irgendwie an solche Aluminiumröhren drankommen. Weil wenn man diese Röhren hat, dann kann man auch solche Zentrifugen nachbauen. Also das ist, da passt man, also das ist was man nicht so einfach exportieren darf. Ja. Und es ist auch so, dieses Uran, das ist ja auch natürlich klar, giftig, schwer gesundheitsschädlich. Es ist auch so, wenn mal eine Zentrifuge kaputt geht, dann wird die nicht ausgetauscht, dann lässt man die einfach so stehen und benutzt sie einfach nicht mehr. Ja, sie wird dann, das gibt da so viele Zentrifugen, wenn da eine ausfällt, dann lässt man sie praktisch gerade stehen. Genau, was passiert jetzt in dieser Zentrifuge? Wir wollen
das Uran anreichert. Ja, hier kommt unser Uranhexafluoridgas rein. Das ist hier reingespeist. Und dann haben wir dieses Metallrohr. Ja, vielleicht so, also ich schätze, so 3 Meter Länge hat das. Das war, also hier, das können gut 3 Meter gewesen sein. Natürlich sind diese Maße jetzt auch nicht überall bekannt. Ja, wir können ja mal gucken, ob man sowas findet. So, hier. Google das mal. Ja, da sieht man es. Ja. Also ich glaube, dass man das gar nicht so leicht findet. Wie so eine Röhre. Ungefähr aussieht. Okay, egal. Ich glaube, das finden wir nicht. Also schauen wir hier mal wieder auf die Röhre drauf. Diese Röhre, wie der Name Zentrifuge schon sagt, die dreht sich sehr schnell. Und damit wird praktisch das angereicherte Uran-235 hier, das geht hier nach unten, kann da abgezogen werden. Und das abgereicherte Uran, das ist praktisch, tritt hier oben aus. Genau. Und so kann man es abreichern und anreichern. Also das ist auch das, was man praktisch machen kann, wenn man jetzt auch Uran recyceln will, sozusagen. Wenn man Uran aus dem Kernkraftwerk wiederverwenden will, dann kann man es wieder anreichern und nochmal verwenden. Hier sieht man mal so einen Fertigung. Da war ich auch gewesen. Also das hat auch so, das Bild habe ich natürlich irgendwo aus dem Internet gezogen, aber ziemlich genau so hat eigentlich damals das ausgesehen, wo ich mal mir das angeguckt habe. Das sind sogenannte, also war ich vielleicht so alt wie ihr, habe ich diese Führung gemacht. Und das sind jetzt solche Brennelemente. Das sind diese Zirkon- oder Zirkaloi-Stäbe, diese Zirkonstäbe, die werden zu einem sogenannten, ja, zu so einem Stack zusammen verbunden. Und da kommen dann die kleinen, das sieht aus wie Tabletten, die kleinen Tabletten des Brennstoffs Uran, die werden da reingelegt. Und es ist wirklich so, bei der Fertigung, wenn das Material noch nicht angestoßen ist, dann strahlt da auch nichts und da kann eigentlich auch nichts passieren. Ja, also so sieht das aus. Ich hatte diese Tabletten, diese Uranoxid-Tabletten auch auf, so auf der Hand. Die geben einem das auch. Das ist erstmal überhaupt kein Problem. Diese kleinen Tabletten werden hier in diese Stäbe. Die Stäbe sind innen hohl, da werden die reingeschoben. Und so lange, wie das noch nicht angestoßen worden ist, also wie da noch kein Neutron drauf geschossen worden ist, kann da auch eigentlich nichts passieren. Und ja, das sind ungefähr so viel. Hier steht es ja auch, aus zwei solcher Tabletten. Da steckt so viel Energie drin, wie ein 4-Personen-Haushalt in einem Jahr verbraucht. Und da merkt ihr vielleicht auch, was der Charme bei diesen Tabletten ist. In so einer kleinen Tablette, da steckt schon sehr, sehr viel Energie drin.
man nutzen kann. Also wenn ihr euch überlegt, wie viel Kohle oder wie viel Biomasse ein Haushalt brauchen würde in der gleichen Zeit, dann ist das schon immens. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Da ist dieser Honeycomb, wo die Stäbe durchgeschoben werden. Und da kommt die Kartletten rein. Hier sieht man es auch nochmal. Das ist so ein Stab. Da kommen die Uranoxid-Tabletten rein. Ja. Dann wird es hier halt verschraubt und mit so einer Feder werden die aneinander gepresst nach dem Abstandhalter. Und hier außen könnte man jetzt noch ein Kühlmittel vorbeifahren lassen. Ah, und da sieht man auch mal so einen Stab, der ist 4,17 Meter lang. Ja, also auch relativ lang, so ein Stab. Genau. Und auch da muss man sagen, das ist auch bei der Fertigung eigentlich überhaupt kein Problem. Dieses Uranoxid kann man da einfach mit der Hand reinfüllen. Solange wie das noch nicht angestoßen worden ist, kann da auch nicht viel passieren. Sieht man es nochmal? Uranoxid, Brennstofftablette. Die kommen in einen Brennstab rein. Ja, das ist nur 4,17 Meter, ungefähr 5 Meter. Und das Ganze wird zu einem sogenannten Brennelement zusammengefasst. Und dieses Brennelement kommt dann in den Reaktorkern. Also diese einzelnen Brennelemente, die werden jetzt in diesen Kern reingesetzt. Und hierbei ist darauf zu achten, dass sie einen gewissen Abstand haben, damit wir nicht die kritische Masse überschreiten. Und es ist auch darauf zu achten, dass wir sie natürlich nicht anstoßen und dass Wasser sich zwischen diesen Stäben befindet, damit das die Strahlung, entstehende Strahlung gleich moderiert wird. Also hier sieht man nochmal diesen Kern. Das sind unsere Brennelementstäbe. Und hier ist unser Steuerstab. Und ja, in diesem Reaktor befindet sich Wasser. Das Wasser dient zum einen als Moderator. Also jetzt steht hier auch nochmal, wir brauchen Wasser zum Kühlen der Stäbe und auch zum Moderieren, aber natürlich auf alle Fälle auch Wasser, das dann verdampfen soll. Also das Wasser selbst wird ja dann auch verdampft und erzeugt hier auch die hohen Temperaturen. Dabei muss man allerdings sagen, erstmal im Vergleich zum Kohlekraftwerk, das Kernkraftwerk ist natürlich geschlossen. Kohlekraftwerk geht ja das Rauchgas raus. Hier haben wir den Betonmantel um unser Kraftwerk drumherum angebracht. Das heißt, das ist relativ dicht. Also absolut dicht natürlich. Und das Wasser, was als Moderator genutzt wird, was an die Brennstäbe auch rankommt, wird nicht in der Turbine benutzt. In der Regel haben wir im Kernkraftwerk immer einen zweiten Kreislauf oder sogar einen dritten Kreislauf. Das heißt, wir nehmen einmal das Prozesswasser hier und erhitzen damit anderes Wasser, was dann wieder in die Turbine geht. Also es wird nicht gemischt, diese beiden Flüssigkeiten, einfach aus Sicherheitsgründen, um zu vermeiden, dass Radioaktivität irgendwie in die Turbine eintritt oder noch schlimmer, nach draußen tritt. Also auch der Kühlkreislauf aus dem Fluss. Auch hier, genau wie beim Kohlekraftwerk, braucht man wieder möglichst ein Gewässer oder ein Fluss oder ein Meer oder ein See nebendran, um Kühlwasser abzuziehen. Und auch das ist dann ein extra Kreislauf. Ja, hier sieht man nochmal genau den Aufbau. Wir haben hier unseren Beton, unser Strahlenschutzbarriere, also unseren Beton-Einhausung. Wir haben hier unseren Reaktor, der mit Moderator gefüllt ist. Wir haben die Brennstäbe aus Uran-235 und wir haben sogenannte Steuerstäbe. Wenn man jetzt diese Steuerstäbe zwischen die Brennelemente
dazwischen schiebt, dann kann man einfach den Prozess verlangsamen. Also dann werden diese Kettenreaktionen hier, die ich euch am Anfang gezeigt habe, diese Kettenreaktion, die hier stattfindet, ja, dass immer mehr und immer mehr Atome anfangen zu strahlen, die kann man verhindern, indem man zwischen diese Brennelemente Steuerstäbe reinschiebt und damit den Reaktor runterfährt. Ja. Also hier ist es auch nochmal dargestellt. Ja. Wir haben hier den einen Steuerstab und wir haben hier unser Uran-235. Das wurde angestoßen, verwandelt sich dann in Uran-238 und letztendlich nach Abspaltung in Krypton und Barium. Und dann werden drei Neutronen frei. Diese Neutronen können jetzt neue Atome anstoßen und zur Kettenreaktion führen. Aber wir können auch zum Beispiel, wenn hier Wasser zwischen den Stäben ist und die vom einen Stab in den anderen Stab wandern müssen, dann haben sie eine geringere Geschwindigkeit und dann werden hier nur weniger frei. Das heißt, man will natürlich vermeiden, dass der Reaktor immer heißer und heißer wird. Also so ein Kernreaktor, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, was man natürlich vermeiden muss, ist die sogenannte Kernschmelze. Also Kernschmelze tritt ein, wenn der Reaktor zum Beispiel angestoßen wird und dann die Kettenreaktion stattfindet und auf einmal immer mehr und immer mehr Atome gespalten werden, dann führt das sozusagen zu einem sogenannten Durchgehen des Reaktors. Also der Reaktor wird dann, da kann der ganze Reaktorkern abbrennen oder schmilzen. Das will man natürlich vermeiden. Deshalb nimmt man zum einen diesen Moderator Wasser, um die ganze Reaktion langsamer stattfinden zu lassen, damit weniger Wärme entsteht. Oder man nimmt einfach diese Steuerstäbe. Diese Steuerstäbe können jetzt in das Wasser hier reingesenkt werden und verhindern dadurch, dass dass noch mehr Neutronen vom Uran freigesetzt werden. Also man kann dadurch das Kraftwerk praktisch hoch und runter fahren. Hier sieht man auch nochmal den Weg eines solchen Neutrons. Also bei tieferen Temperaturen sind die Wassermoleküle auch dichter gepackt. Ja, das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Problem, was man sich vielleicht mal merken kann. Also man will ja auf alle Fälle vermeiden, dass der Reaktor durchgeht und zerstört wird und sich selbst zerlegt. Und ein Punkt ist, dass man die Steuerstäbe hat. Aber ein anderer Punkt ist, dass man dadurch die Kettenreaktion vermeidet, aber auch das Wasser selber, der Moderator, kann praktisch viel besser das Neutron verlangsamen, wenn das Wasser kalt ist. Also wenn wir kalte Temperaturen haben, dann kann das Wasser viel besser praktisch das Neutron abbremsen. Und wenn wir hohe Temperaturen haben, also wenn das Wasser schon heißer wird, dann bremst es das Neutron schlechter ab. Das heißt, bei schlechterer Abbremsung des Neutrons haben wir natürlich ein Problem. Ja, dann geht die Kettenreaktion auch noch mal schneller. Also wenn jetzt, sagen wir mal, in so einem Reaktor das Wasser komplett verschwindet oder sehr, sehr heiß wird oder komplett verdampfen würde, dann könnte der Reaktor auch beschädigt werden. Genau, so kann man sich vielleicht auch merken. Schauen wir uns mal ein paar technische Lösungen an, zum Beispiel den Siedewasserreaktor Grundremmingen Block C. Vielleicht nochmal gucken, wo war Grundremmingen? Das war hier in Baden-Württemberg. Bin der Meinung, im Süden, an der Donau, meine ich, wäre das gewesen.
Gucken wir mal kurz auf die Deutschlandkarte. Grundremmingen. Ja, ich würde sagen, das ist noch Baden-Württemberg. Grundremmingen. Mal wieder zurück. Ja, was? Da, Grundremmingen Plot C. Hier haben wir wieder unseren Druckbehälter. Ja, in dem Fall Grundremmingen, da werden jetzt die Steuerstäbe von unten eingeschoben zwischen die Brennelemente. Wir haben hier unser Prozessmedium, unser Wasser, unser Moderator. Und wenn die Steuerstäbe rausgezogen werden, dann werden die Brennstäbe heiß, einfach durch die Kettenreaktion, durch die Spaltung. Und dann verdampft das Wasser, wird heiß und gelangt hier in unsere Turbine. Also Grundremmingen, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen älterer Block. Können wir vielleicht auch gerade nochmal nachgucken, von wann Grundremmingen war. Interessant. Gucke ich nochmal schnell nach. Grundremmingen, ja, 1966. Ja, also Baubeginn 1962. Rückbau 1966 bis 1907, Betriebsdauer bis 1977. Ja. Übrigens, man sieht teilweise, die sind schon länger stillgelegt, ja. Die Betriebsdauer ist schon zu Ende, 1977. Und trotzdem werden die Kraftwerke noch zurückgebaut. Ja, auch das ist eigentlich spannend. Das sind ja fast schon 45 Jahre, 50 Jahre fast schon. Und immer noch wird da zurückgebaut. Ja, das hat auch einen Grund. Kann ich euch auch gleich sagen. Weil nämlich solche Atomkraftwerke oft auch als Zwischenlager genutzt werden. Also im Kraftwerk wird oft auch das alte, werden die alten Brennelemente gelagert. Deswegen will man die teilweise auch gar nicht so schnell zurückbauen, weil man sagt, ja, wir haben zwar kein Endlager, aber wir haben ein Zwischenlager. Das steht zwar schon 50 Jahre da, aber es ist immer noch ein Zwischenlager. Ja, ein bisschen Ausrede, muss man sagen. Okay, also hier sieht man nochmal Grundremmingen und man sieht jetzt in Grundremmingen eine Besonderheit. Es gibt hier nur einen Kreislauf. Also der Dampf, der hier an die Brennstäbe, mit den Brennstäben in Berührung kommt, geht auch gleich in die Turbine und kommt im Prinzip auch in Berührung mit dem Wärmeübertrager, der vom Flusswasser und im Kühlturm verbunden ist. Das heißt, hier haben wir nur einen Kreislauf. Das ist natürlich ja, schon so ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Also wenn hier jetzt irgendwas passiert, irgendwas Radioaktives mittransportiert wird, dann kommt es zumindest schon an diesen Wärmeübertrager dran. Ja. Hier Brennstoff, Uranoxid. Vielleicht noch mal so ein paar Eckdaten. Ja. Also die Brennstoffmenge ist 136 Tonnen. Ja. Anzahl der Brennelemente 784. Ja. Genau. Leistung 1,3 Megawatt. Ja. Wasser, also Moderator, Wasser. Und auch hier wieder der Wirkungsgrad, kann man sich vielleicht auch mal merken. War bei den anderen Beispielen ja auch schon so 35%. So, schauen wir uns mal Brockdorf an. Brockdorf liegt ja ganz im Norden der Republik. Guckt da auch nochmal auf die Karte. Ja, Brockdorf ist auch bekannt, hinlänglich eigentlich bekannt. Hier sieht man es auch nochmal. Weil Brockdorf natürlich heiß umkämpft war von den Atomkraftwerkgegner. Die wollten dieses Kraftwerk nicht bei sich in der Nähe haben. Und ja, also da sieht man es, Brockdorf, da im Norden von Deutschland. Und dieses Kraftwerk, das war immer heiß umkämpft.
Ja, also da waren eigentlich immer die Atomkraftgegner, haben da sehr stark mobil gemacht und auch gegen das Kraftwerk demonstriert. Und vielleicht mal, ob es noch aktiv ist. Das ist ja noch gar nicht drin in der Liste. Da oben. Na, scheint noch im Betrieb zu sein. Okay. Da haben wir es. Brockdorf. Brockdorf ist fortschrittlicher als Grundremmingen. In Brockdorf haben wir zwei Kreisläufe. Wir haben zum einen unser Prozesswasser, was hier unter hohem Druck erhitzt wird. Die Steuerstäbe werden in dem Fall nach oben ausgezogen. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen fortschrittlicher. Kann man sich vielleicht auch vorstellen, warum. Wenn es zum Beispiel zu einem Störfall kommt oder zu einem Stromausfall, dann ist das natürlich von Vorteil, weil man dann die Steuerstäbe einfach nach unten sinken lassen kann. Hier schaut euch mal Grundremmingen an. Da hat man ein Problem, wenn es Stromausfall gibt. Man kann die ja nicht mehr nach oben schieben. Also dann würden die quasi rausfallen und dann würde dieser Prozess noch mehr angeheizt werden. Also die Kunst ist immer, so ein Kraftwerk auch runterzufahren. Das ist natürlich bei Brockdorf viel besser. Und außerdem ist es auch sicherer, weil man einfach zwei Kreisläufe hat. Man hat hier den ersten Kreislauf, hat hier einen zweiten Kreislauf, wo das Wasser dann erhitzt wird. Und hier geht es durch die Turbine durch. Ja, vielleicht noch mal ein paar Eckdaten. Hier kann das Uran bis 4% angereichert werden. Oh, wir haben auch ein bisschen höhere Leistung, ungefähr 1400 Megawatt. Und der Wirkungsgrad liegt hier schon bei 38%. Ja, das ist einfach ein neueres Kraftwerk und fortschrittlicher. Moderator auch der Wasser. Ja, hier vielleicht noch interessant, als Absorbermaterial Silber. Ja, also es ist schon wahrscheinlich auch nicht so ganz das billigste Material. Hier sieht man mal so die Größenverhältnisse, wie groß so ein Kraftwerk ist. Ja. Als Vergleich, also hier drei Personen, Ingenieure, die gerade das Kraftwerk praktisch installieren. Und so sieht so ein Druckspeicher aus. Also man kann sich auch vorstellen, hier der Kran, hat schon eine habhafte Größe. Also das ganze Reaktorblock ist natürlich sehr, sehr schwer. Ja, also wenn der hier rein transportiert wird, kann man sich vorstellen, das ist schon ein ganz schönes Gewicht wahrscheinlich. So, jetzt sieht man mal einen anderen Reaktor. Ja, das ist ein sogenannter, also praktisch diese Siedewasserreaktoren, Druckwasserreaktoren. Das sind ja, also hier ein Siedewasserreaktor, Druckwasserreaktor, sind relativ fortschrittliche Reaktoren. Es gibt aber auch noch andere Bauformen, die vielleicht ein bisschen exotischer sind. Einer davon ist zum Beispiel dieser Schwerwasserdruckröhrenreaktor, auch abgekürzt CANDU. Der funktioniert ein bisschen anders. Da hat man praktisch hier diesen Moderator-Tank und hat dann solche Druckröhren hier drin. Und in den Druckröhren sind dann die Uran-Brennelemente, ja. Und dann geht hier das Prozessmedium, geht hier durch, hier wieder in den Wärmeübertrager, da haben wir wieder unser Wasser, was erhitzt wird, aber das wird quasi so hier durchgeleitet und quasi in unseren Kreislauf gibt es übrigens ganz interessanten Film zu schwerem Wasser. Was ist schweres Wasser?
Das ist H3O. Gibt es einen ganz interessanten Film. Könnt ihr euch mal vielleicht, wenn ihr jetzt Zeit habt, auf Amazon Prime oder so runterziehen. Das heißt Schweres Wasser. Und zwar dieses schwere Wasser ist gar nicht so leicht zu bekommen. Das war auch im Zweiten Weltkrieg heiß umkämpft. Und zwar hat man das schwere Wasser, das kannte man schon sehr früh. Das kannte man schon lange, bevor man überhaupt wusste, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Die Ingenieure hatten aber damals schon eine Ahnung, dass sie dieses schwere Wasser brauchen, um Kernspaltung durchführen zu können. Und deswegen war das schon heiß umkämpft. Und es gab eigentlich in Norwegen eine Fabrik, die dieses schwere Wasser herstellen konnte. Und das haben natürlich alle versucht zu kriegen. Und davon handelt eigentlich dieser Film, wie dann der Kampf um diese Fabrik und um das schwere Wasser geführt wurde. Ja, hier sieht man nochmal einen anderen Reaktortyp. Auch, ja, das ist so Typ Tschernobyl. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Das ist ein Siedewasserdruckröhrenreaktor. Da hat man jetzt als Moderator kein Wasser. Also man braucht nicht unbedingt Wasser. Wasser hat ja zum Beispiel auch den Nachteil, dass wenn das Wasser verdampft oder wenn das Wasser heiß wird, moderiert, ist ja schlechter. Und dann kann man zum Beispiel einen anderen Stoff nehmen, Graphit. Graphit moderiert natürlich erstmal besser als Wasser. Und auch in dieses Graphit kann man die Brennelemente einbringen. Und auch im Graphit kann man Steuerstäbe reinsenken. Da kann man dann so Löcher machen, kann die reinsenken und raussenken. Aber das Graphit hat einen sehr großen Nachteil. Nämlich, wenn jetzt am Reaktor irgendein Problem auftritt. Ja, also wenn hier ja, zum Beispiel sagen wir mal, die Steuerstäbe sind kaputt, wir können die nicht mehr runterfahren. Das Uran beginnt mit der Kettenreaktion, wird heißer und heißer und heißer. Dann kann es irgendwann sein, es wird so heiß, dass das Graphit anfängt zu brennen, zu reagieren. Oder wir kriegen irgendwie Sauerstoff dran, dann fängt das Uran an zu brennen. Und dann haben wir natürlich auch hier eine Möglichkeit für einen Super-GAU. Wir haben zum einen Uran, das sehr, sehr heiß wird und gleichzeitig Graphit, was auch brennt, ist der Kohlenstoff. Und dann kann es sein, dass auch dieser Kern wegschmelzen kann und sehr eine Kettenreaktion stattfinden kann und gleichzeitig noch ein Feuer, was das verschlimmert. Und im Prinzip sowas Ähnliches ist auch damals in Tschernobyl passiert. Gab es zum Brand und durch diesen Brand wird natürlich dann auch die radioaktive Substanz auch noch weit verteilt in der Atmosphäre. Also auch sowas nicht ohne. Also da ist nochmal, hier sieht man auch nochmal einen gasgekühlten Reaktor, Graphit moderiert. Haben wir wieder unseren Druckbehälter und jetzt statt Wasser haben wir Gas. Auch hier wieder Brennelemente, Steuerstäbe, ja. Und das Gas wird hier durch den Reaktor durchgeleitet. Auch hier haben wir Graphit zum Moderieren. Aber auch dieser Reaktor hat natürlich gewisse Nachteile. Ja, Gas moderiert nicht sehr gut. Und was man auch sagen muss, also dieses C2 hat natürlich eine wesentlich schlechtere Wärmekapazität als Wasser. Ja, also Wasser hat Faktor 1000 höhere Dichte und bessere Wärmekapazität und kann damit die Wärme natürlich viel besser zum Wärmeübertrager bringen. Genau. Oder hier auch nochmal ein anderer Reaktortyp, sogenannter gasgekühlter Kugelhaufen. Also das ist auch etwas, das ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das auch so ein Reaktor war wie in Fukushima. Müssen wir mal nachgucken. Fast mal kurz gucken. Ja.
Der Blöcke. Mal kurz gucken, was das war, Fukushima. Nee, wahrscheinlich war es doch kein Kugelhaufenreaktor. Nee, ich denke, es war doch keiner. Okay, aber trotzdem schauen wir uns mal diesen Kugelhaufenreaktor an. Beim Kugelhaufenreaktor, hier bisher hatten wir die Steuerstäbe, waren immer Stäbe im Zirkonalloy in praktisch Brennstäbe. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir einen sogenannten Kugelhaufen aus Brennelementen, also aus so kugelförmigen Brennelementen haben und da die Steuerstäbe reinbringen. Und das war eigentlich so, so hat man das eigentlich ganz zu Anfang auch versucht im Zweiten Weltkrieg schon so zu machen, dass man so Kugelhaufen hatte. Das hätte jetzt zum Beispiel hier auch den Vorteil, dass wenn ich unten dieses praktisch diese Kugelabzugsrohr ziehe, könnte ich auch Kugeln rausholen, also die Kettenreaktion unterbrechen. Aber man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass das Einbringen dieser Steuerstäbe hier auch nicht so vorteilhaft ist. Außerdem habe ich ein Gas, was zum Wärmeübergang genutzt wird, auch das ist ja nicht so vorteilhaft. Also durch Kugelhaufenreaktor, durch hohe Temperatur des Kühlmittels kann er hohen thermodynamischen Wirkungsgrad erreichen. Ja, da steht jetzt nach Expertenmeinung bester und sicherster Reaktortyp. Ja, kann man anderer Meinung sein. Also, ob das immer so funktioniert, das war auch was, das haben sie in Fukushima eigentlich vorgeschlagen, dass man diesen sowas hätte machen können, dass man im Störfall einfach hier abzieht und die Kugeln unten rausrutschen. Ja. Sei mal dahingestellt. So ein ähnlicher Reaktor. Oh, da muss ich mal gerade ans Telefon gehen. Eine Sekunde. Machen noch mal einen kurzen Stopp. Hallo, ich bin wieder da. Kurze Unterbrechung. Ich musste kurz ans Telefon gehen. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ja, auch nochmal zu dem Kugelreaktor. Ich habe euch hier auch mal Bilder, also wir sind so ziemlich durch mit der Vorlesung auch. Ich habe euch mal Bilder von so einem ganz, ganz frühen Reaktor rausgezogen. Ich habe euch ja gesagt, Reaktoren gibt es eigentlich schon seit den 40er, 50er Jahren, da ging das los. Und es gab eigentlich so eine Art Wettlauf im Zweiten Weltkrieg, wer den ersten Atomreaktor bauen kann. Und ihr wisst ja auch, das haben natürlich die Amerikaner für sich entschieden, konnten dann auch, also wer praktisch solche Reaktoren bauen kann, betreiben kann, hat dann auch die Möglichkeit, Atomwaffen herzustellen. Das war eigentlich der Hintergrund von dem Manhattan-Projekt damals, aber auch in Deutschland ist versucht worden, so einen Reaktor zu bauen. Und dieser Reaktor, der war im sogenannten Atomkeller in Haigerloch. Das ist in Baden-Württemberg, also auf der Schwäbischen Alb. Und dort haben wirklich damals auch die Deutschen auch im Krieg versucht, solche Atomreaktoren zu bauen, haben es auch nicht hinbekommen. Also gab es auch den Ansatz Kugeln. Man hat damals noch nicht gewusst, wie man jetzt die Brennelemente am besten anordnet, damit die Kettenreaktion gut stattfindet. Und man hat auch das schwere Wasser für diese Versuche benötigt.
Und an das schwere Wasser war es nicht so leicht ranzukommen. Also da habe ich euch auf, könnt ihr euch vielleicht mal den Film dazu angucken. Der heißt auch Schweres Wasser. Aber dieses schwere Wasser hätten die Forscher einfach gut gebrauchen können, um ihre Atomforschung dort zu betreiben. Und wer da Interesse hat, der kann ja gerne mal hinfahren. Dieser Atomkeller ist auch noch vorhanden. Man kann sich, das ist in Haigerloch, also auch ganz schön gelegen an der Schwäbischen Alb, man kann sich das anschauen. Und das war praktisch, man sieht dann hier mal so ein Foto, also ich war da auch schon mal gewesen. Man sieht hier, damals haben die einfach versucht, die Brennelemente in solchen Würfeln anzuordnen. Also man hat einfach da sehr viele Formen ausprobiert, Würfelform, Tablettenform, Kugelform. Heutzutage hat man diese Tabletten und die Brennelemente, die stabförmigen, aber damals war auch die Idee, das mit solchen Würfeln auch zu realisieren. Ja. Genau, darum ging es eigentlich. Ist immer eine Reise wert. Und man kann auch sagen, das war so ein bisschen, dieser Atomkeller war so die Vorstufe dann zum Forschungszentrum Karlsruhe, wo dann ja auch in Baden-Württemberg dann weitere Forschung dazu betrieben wurden. Ja, gibt es auch noch weitere Reaktortypen, sind zum Beispiel auch Kugelhaufenreaktoren, die mit Helium gefüllt werden. Da sind so Graphitkugeln drin, ja, sehr viele Kugeln. Genau. Oder auch sogenannte schnelle Brüter. Diese schnellen Brüter, die haben als Moderator hier ein anderes Medium. Die haben jetzt als Medium in dem Fall Natrium, flüssiges Natrium, also kein Wasser, auch kein Graphit, sondern dieses flüssige Natrium, was auch als Moderator wirkt. Man kann sich jetzt leicht vorstellen, so einen Riesenreaktor mit Natrium gefüllt, ja, ist natürlich technisch auch nicht so ganz einfach zu bewältigen. Und dieser hat auch hier einen zusätzlichen Wärmeübertragerkreis, ja, ein Zwischenwärmetauscher. Ja, und dann hier wieder den Dampfkreislauf. Ja, hier mal die Funktionsweise des schnellen Brüters. Das Natrium, ja, kann man ja viel höher erhitzen als Wasser. Hier sind wir bei 395 Grad Celsius und 10 Bar wird hier durch diese Brutzone, durch diese Brennelemente durchgepresst. Genau. Ja, es gab zum Beispiel mal einen schnellen Brüter in Kalka. Das war dann aber auch aus Sicherheitsgründen zu kritisch. Und es gibt auch in Frankreich einen schnellen Brüter, der in Betrieb ist. Dann haben wir hier auch nochmal den sogenannten Kandu-Reaktortyp. Der Kandu-Reaktortyp, der verwendet in dem Fall natürliches Uran. Also normalerweise haben wir ja gelernt, Uran, um es zu nutzen, muss mit der Zentrifuge auf 3% angereichert werden, also Uran-235. Und der Kandu, der kann wirklich auch Uran verbrennen mit wesentlich niedrigerer Anreicherung. Aber auch hier wird einfach schweres Wasser verwendet, D2O. Genau. Und ja, dann gibt es auch noch, ja, man muss auch sagen, also das ist ja immer so mit der Atomenergie. Klar, Strahlung ist gefährlich, also ich würde mich dem auch nicht aussetzen. Ich habe ja früher auch mal im Forschungszentrum Projekt gemacht, 2 Jahre, da habe ich das miterlebt, da gab es einen Mitarbeiter, der hat mal Uran geklaut, ja, beim Saubermachen, hat sich zu Hause in den Schrank gestellt, das ist natürlich ein Wahnsinn, also war sehr gefährlich, der hat dann auch hohe Strafen gekriegt, aber
Auf der anderen Seite muss man sagen, Radioaktivität kommt auch natürlich vor. Ja, also zum Beispiel, gutes Beispiel ist zum Beispiel in Ostdeutschland bei Zittau, da gibt es, waren früher die Uranbergwerke, die für den gesamten Ostblock ist dort das Uran abgebaut worden. Und das ist im Tagebau abgebaut worden, sogenannte Pechblende, die man dann dort gefördert hat im Tagebau. Das war ein Tagebau, die waren unheimlich tiefe Löcher, wo man das rausgegraben hat. Und in der Umgebung war natürlich auch alles verstrahlt. Aber es war eine natürliche Strahlung, die kommt aus der Natur, die wäre dort so oder so vorhanden gewesen. Und zum Beispiel sind da heute noch viele Straßen, also es ist auch zum Straßenbau verwendet worden, viele Straßen strahlen da auch. Oder aber zum Beispiel hier gibt es auch natürliche Reaktoren, zum Beispiel in Oklo in Afrika. Das ist einfach ein Becken, wo Uran-235 sehr stark eingereichert ist, auf ungefähr 3%. Da ist auch Wasser vorhanden. Und der war aktiv vor ungefähr 2 Milliarden Jahre und der hat ungefähr 150.000 Jahre gebrannt und es wurden ungefähr 5 Tonnen Uran-235 in dieser Zeit dort auch natürlich verbrannt. Also ein natürliches Vorkommen an Uran, was überhaupt nichts mit den Menschen zu tun hatte. Also es ist auch Stoff, den man durchaus finden kann. Genau. Jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen was zur Gefährlichkeit der Stoffe an. Also wir haben ja jetzt viel gelernt zur Technik, wie es funktioniert, warum es vielleicht auch Sinn machen würde. Also ihr habt ja auch gelernt jetzt wir haben eigentlich kein einziges Mal über CO2 gesprochen, ja, und über den Klimaeffekt. Das gibt es natürlich beim Atomkraftwerk nicht, das CO2. Aber ihr habt auch gelernt, die Stoffe sind durchaus gesundheitsschädlich. Also man kann mit radioaktivem Material natürlich schreckliche Sachen machen. Also wenn man beispielsweise verstrahlt wird, ist das ja gefährlich. Ja? Also man kriegt da Krebs, man kann da sterben. Das wollen wir uns noch ein bisschen angucken. Wir sprechen zum einen von der sogenannten Halbwertszeit. Also ihr wisst, dass Uran zerfällt, auch Uran, auch durch die Kettenreaktion, das zerfällt, aber die Stoffe zerfallen teilweise, es dauert sehr, sehr lange, bis die zerfallen. Und man spricht hier von einer sogenannten Halbwertszeit. Halbwertszeit bedeutet, nach einer gewissen Zeit ist nur noch die Hälfte des Materials vorhanden. Ja, also wenn wir die Anzahl der radioaktiven Atome haben und wir haben die heute 100% und nach 50 Jahren nur noch die Hälfte, nach 12,3 Jahren nur noch die Hälfte, dann ist die Halbwertszeit 12,3 Jahre. Nach 24 Jahren haben wir nur noch 25% der Atome und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt die verschiedenen radioaktiven Stoffe mal anschaut, zum Beispiel Uran-238, dann sieht man, das ist sehr, sehr stabil. Das sind ungefähr 4 × 10⁹ Jahre, bis ich nur noch die Hälfte habe. Da Kalium, Plutonium, Cäsium, ja, Jod. Da sieht man, Jod ist schon, braucht man noch fast 8 Tage Halbwertszeit. Also Jod zerfällt schon relativ schnell, ja. Und Thorium, Radium, Polonium, alles, was eigentlich kleinere Atommassen hat, zerfällt immer schneller. Ja, zum Jod kann ich euch vielleicht auch noch was erzählen. Jod ist im Reaktorfall, also ich erinnere mich noch an Tschernobyl, da war ich in der Schule gewesen, als das passiert ist, 1986 war das. Da hat man den Kindern dann sofort Jod gegeben, ja. Weil es ist nämlich so, dieses radioaktive Jod, das hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Und wenn aber der Körper dieses Jod aufnimmt, dann kann man Krebs kriegen, das ist gesundheitsschädlich. Wenn man den Kindern dann aber genug eigenes Jod gibt,
dann nimmt der Körper nicht so viel radioaktives Jod auf und dann ist es auch nicht so gefährlich. Das heißt, man muss immer dafür sorgen, dass der Körper genug nicht radioaktives Jod aufgenommen hat. Weil wenn er radioaktives Jod aufnimmt, dann ist das einfach gefährlich. Dann kann es zu Krebs führen. Ja. Schauen wir uns mal die verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen nochmal an. Also wir haben einmal unser Brennstoff. Der ist an sich schon in diesen Brennelementen. Ihr habt gesehen, die sind Abstandshalter dazwischen. Die sind in diesen Zirkon-Alloy-Stäben. Das heißt, das führt schon zu einer gewissen Sicherheit im Vergleich jetzt zu einem Kugelhaufen. Ja. Wir haben Hüllen drumherum. Dann haben wir nochmal den Reaktordruckbehälter hier. Da ist er. Dann haben wir nochmal so einen sogenannten biologischen Schild und nochmal eine Sicherheitshülle nochmal drumherum und dann noch das Betonreaktorgebäude. Ja. Also und man versucht auch die Steuerstäbe und die Umwälzpumpe wirklich im Inneren des Reaktorkerns sein. Zur Turbine muss man natürlich raus. Das ist ein kritischer Punkt. Deswegen ja teilweise auch diese doppelten Kreisläufe. Ja, dann muss man um praktisch in diesen inneren, da in diesen quasi inneren Dichtbehälter reinzukommen. Ja, was ist noch das Problem? Klar, der Reaktor ist natürlich nicht immer komplett dicht, sondern es kann ja sein, dass mal ein Arbeiter rein muss, um etwas zu reparieren. Wenn die Pumpe kaputt ist oder wenn hier irgendwas defekt ist oder was ausgetauscht werden muss oder kontrolliert werden muss, dann muss da durchaus auch jemand rein. Und dann muss man einfach diesen Druckbehälter auch öffnen, da einsteigen. Und das sind natürlich auch immer kritische Momente. Da kann natürlich dann was passieren. Also so ein Mitarbeiter, der hat in der Regel immer so ein Dosimeter auch an seinem Anzug, damit auch schnell geschaut werden kann, ob es da ein Problem gab. Ja, das ist jetzt was zum Messen, wie man Strahlung messen kann. Also Strahlung messen kann man hier mit so einem sogenannten, wenn hier eine Strahlungsquelle ist, da kann man eine sogenannte Ionisationskammer nutzen. Da ist ein Kondensator mit verschiedenen Ladungen. Und wenn jetzt praktisch Ladungsträger entsteht, dann kann hier Strom fließen. Und auch hier, das ist etwas, das solltet ihr natürlich als umweltbewusste Studenten euch auch ganz eindeutig klar machen. Diese Radioaktivität, ich habe euch ja auch schon gesagt, die meisten Atomkraftwerke, die gibt es auch noch. Die erzeugen zwar keinen Strom mehr, aber die sind einfach noch da. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Das macht man einfach, um sozusagen, es sind dann Zwischenlager, da sind die Brennstäbe auch noch im Lager. Ich habe das auch in Karlsruhe gesehen, auch ein Zwischenlager. Da liegen dann die Brennstäbe, also da war ich selbst schon in so einem Lager drin gewesen. Aber es ist eben kein Endlager. Im Endeffekt, ein richtiges Endlager gibt es ja fast nicht. Im Prinzip ist ja alles irgendwo ein Zwischenlager. Weil, wenn die Radioaktivität, ihr habt die Halbwertszeiten gesehen, zum Beispiel hier, da, Uran, 4×10⁹ Jahre, das bleibt praktisch ständig stabil. Wenn dieses Uran jetzt ins Grundwasser zum Beispiel eintritt, dann kann es auch von den Tieren aufgenommen werden oder ins Gemüse reingehen, das Fleisch auch wieder in den Menschen reinwandern, dort einfach zu Krankheiten führen. Ja? Es ist zum Beispiel auch damals Tschernobyl, ich weiß das noch, damals waren sehr viele auch Milchpulver oder Milch war verseucht. Also das ist auch sehr lange gab es diesen Skandal, dass man dann immer noch Milchpulver gefunden hat. Und ich weiß zum Beispiel auch heute noch gibt es Gebiete, wo einfach noch die Strahlung von damals vorkommt und auch noch die Lebewesen und die Kühe und Tiere belastet.
Also es gibt noch Tiere, die in bestimmten Gegenden leben, wo sie einfach immer noch die Strahlung von Tschernobyl aufnehmen und auch weitergeben. Und klar, auch durchs Grundwasser wandert die Strahlung natürlich mit. Und auch Aerosole spielen hier eine Rolle. Was passiert jetzt in der Zelle eigentlich, wenn wir die Zelle bestrahlen? Also wir bestrahlen sie und regen damit einfach die Moleküle und Atome in der Zelle an. Also es wird einmal eine Radiolyse des Wassers erzeugt. Wir können Bildung von Peroxiden hinzufügen. Wir können Aminosäuren, also auch das Erbmaterial und Enzyme verändern. Und wir können auch, wenn die Strahlung hoch genug ist, ganze Moleküle einfach zerstören. Ja, das führt dann zum Zelltod oder auch zu genetischen Schäden oder auch praktisch zu Früh-Spätschäden. Also die ganze Biologie kann eigentlich vom Körper kann zerstört werden. Schauen wir mal auf die Dosen. Da auch vielleicht nochmal auf eine Einheit hingewiesen. MSV ist Mikrosievert. Ja, das Sievert beschreibt, wie stark solche somatischen Strahlenschäden wirken können. Und je größer praktisch die Einheit in Sievert, desto gefährlicher. Ja, also ca. 7000 Millisievert sind die tödliche Dosis. Also wenn Ihr Körper mit ungefähr diese Strahlenmenge abkriegt, dann stirbt man. Bei 4000 Millisievert haben wir ungefähr schon eine schwere Strahlenkrankheit. In der Regel stirbt man dann auch. Man hat dann schon auch Verbrennungen. Bei ungefähr 1000 Mikrosievert hat man eine vorübergehende Strahlenkrankheit. Also es werden ja dann schon massiv Zellen zerstört. Bei 250, das sind so also gewisse Schäden. Genau. Und hier vielleicht so bei ungefähr 1 bis 2 Mikrosievert pro Jahr. Das ist die normale Strahlendosis, die man praktisch in der Bundesrepublik kriegt für medizinische Anwendungen. So im Bereich von Radiokernkraftwerken kann es vielleicht so zu 0,3 kommen. Und auch in hohen Höhen, das sei dazu gesagt, beim Fliegen kann man durchaus kosmische Strahlung abbekommen. Also wer viel Flugzeug fliegt, das ist auch nicht so ganz ungefährlich, weil die Haut des Flugzeuges ist nicht sehr gut geschützt gegen Strahlung. 3 Stunden Flug in ungefähr 10 Kilometer Höhe, dann liegt man schon bei 0,01 Millisievert, je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet. Das ist die kosmische Strahlung. Was kann jetzt passieren durch die Strahlung? Also hohe Empfindlichkeit gibt es zum Beispiel fürs gute Knochenmark, Dickdarm, Lunge. Die Keimdrüsen sind schwer gefährdet. Und niedrigere Empfindlichkeit sind zum Beispiel Gehirnhaut und die Knochenoberflächen. Schauen wir uns noch ein bisschen was zur Entsorgung, Abfallentsorgung an. Ich habe euch ja gesagt, es gibt sogenannte Zwischenlager und Endlager, wobei vielleicht auch das sei gesagt, ihr kennt das vielleicht auch aus den Medien, die Endlager sind sehr umstritten, weil natürlich niemand genau weiß, ob ein Endlager wirklich letztendlich sicher ist. Also man geht da zum Beispiel in Salzstöcke wie Salzstockasse, wo man sagt, man bohrt sehr tiefe Löcher in diese Steinsalzbergwerke und versenkt da das radioaktive Material. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Grundwasserströmung hier durchgehen würde oder es undicht werden würde, könnte das Wasser ja auch wieder das strahlende Material in den Kreislauf einbringen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit des Zwischenlagers.
und auch des Lagerns im Kernkraftwerk. Meistens hat so ein Kernkraftwerk auch ein Zwischenlager dabei. Und das führt auch dazu, dass wir, wenn wir nochmal hier vorne hingehen, es gibt ja einige Kraftwerke, die schon seit langem abgeschaltet sind. Also wir sehen ja hier die ganzen Kraftwerke. Wir sehen auch, wann die betrieben worden sind. Aber die werden teilweise immer noch rückgebaut, weil es einfach das Zwischenlager noch gibt. Oder man lässt einfach die Brennstäbe in dem alten Kraftwerksblock drin und lagert sie dann. Dann erzeugt das Kraftwerk zwar keinen Strom mehr, aber die Radioaktivität ist schon noch da. Ja? Also das wird halt nur nicht zurückgebaut. Das dauert halt ganz lange, wenn man sagt, man schiebt sie auf die lange Bank. Ja? Das ist natürlich auch nicht unbedingt eine gute Lösung. Also hier Zwischenlager. Und es gibt aber auch wieder sogenannte Wiederaufbereitung. Ja, Wiederaufbereitung, die kann das Material wieder anreichern und hier auch wieder dem Kraftwerk neu zuführen. Genau. Das dazu. Und vielleicht merkt euch noch, Uran ist ein Naturstoff, der im Tagebau oder im Bergwerk abgebaut werden muss. Das ist auch immer wichtig. Ja, auch hier sieht man mal so einen Transport. Das ist jetzt so ein Castor-Behälter. Natürlich relativ sicher, in diesem Behälter werden diese radioaktiven Stoffe transportiert. Brennelemente. Und zur Wiederaufbereitung geschafft, also dieser Transport, Kraftwerk, Wiederaufbereitung und Zurückführung zum Kraftwerk oder Zwischenlagerung, Endlager, der geschieht in diesen sogenannten Verladecontainern. Genau, und hier sieht man nochmal so einen Blick von oben in einen Reaktorblock. Hier sieht man wieder die ganzen Brennelemente, die Brennstäbe. Und ja, die Steuerstäbe sieht man hier jetzt in dem Fall gar nicht. Müsste man vielleicht gucken, vielleicht werden die hier in die Mitte reingeschoben. Genau. Ja, das da oben, das sind Schrauben zum Verschließen des Reaktors. Und hier nochmal ein Bild in so ein Lager, so ein Zwischenlager von radioaktiven Abfällen. Also die Abfälle, da wird wirklich alles, was irgendwie strahlt, muss eingeglast werden. Also es kommt dann in solche Fässer. Und vorher wird es teilweise auch verglast, also in Glas eingeschmolzen und dann in diese Fässer verpackt. Und diese Fässer werden dann zwischengelagert oder eben entgelagert hier. Das sieht übrigens nicht immer so schön aus. Ich habe da auch mal einen Film gesehen von so einem Endlager im Salzstock. Da haben die teilweise die Fässer einfach reingeschmissen. Ja, früher übrigens, da war man auch weniger pingelig, da hat man die Fässer auch durchaus einfach ins Meer versenkt. Also zum Beispiel von Frankreich aus sind einfach viele in den Ärmelkanal versenkt worden. Das ist natürlich auch keine besonders gute Lösung, muss man sagen. Okay, das war's. Mit dieser Folie möchte ich schließen. Durchaus kontroverse Vorlesung, pro, contra. Muss sich jeder seine Meinung bilden. Ich denke aber trotzdem, es ist gut, dass wir das Thema behandeln, weil ihr müsst euch ja dazu auskennen. Und vielleicht hier auch noch ein kleiner Hinweis für mögliche Prüfungsaufgaben und so. Es kann natürlich hier Wissensfragen abgefragt werden zum Multiple Choice, aber vielleicht auch so eine Berechnung von so einem Kraftwerk, wobei das dann natürlich genauso funktioniert, wie wir es auch aus den Berechnungen für Kohlekraftwerke kennen. Ja, ihr braucht euer TS-Diagramm. Ihr müsst die Phasenwechsel, Zweiphasengebiete berechnen können. Genau. Und im Prinzip alles anwenden, was ihr auch vom Kohlekraftwerk her kennt. Okay. In dem Sinn,
möchte ich schließen und ja, damit die Vorlesung beenden. Also Sie können den Film jetzt anhalten.